Hey, liebe Leute, ganz herzlich willkommen zu Teil 2 vom Kreta-Vlog. Teil 1 wird natürlich in der Infobox verlinkt. Wir sind jetzt hier bei einer Schlucht, die wir durchwandern werden. Und da nehmen wir euch jetzt natürlich als erstes mal mit. Wenn euch das Video gefallen sollte, vergesst bitte nicht, ein Däumchen nach oben zu geben. Abonniert auch sehr, sehr gerne den Kanal. Und dann geht es los, ne? Let's go. Okay, ich glaube, hier geht's los. Können wir hier parken eigentlich? Schauen wir mal. Into the Jungle, Leute. Puh. Meinst du, wir kommen da gleich sicher durch? Ich hoffe doch. Aber sind uns Leute entgegengekommen gerade eben? Also sind wir auf dem richtigen Weg? Yep. Also wir haben im Internet halt gelesen, dass man auch ein bisschen runterfahren kann noch. Weil das eigentlich erst später anfängt. Nehmt euch ja auf jeden Fall mit, ne? Ja, wir sind live dabei, Leute. Live dabei. Wie wir uns hier durch die Schlucht kämpfen. Da sind wieder ein paar Party-People. Guck jetzt her, ich glaube unten. Wir schauen mal. Bis gleich. Ja, ich glaube, ich park hier. So, wir machen Gold. Ist so, ne? Was ist das hier? Eine Frucht? Gute Frage. Into the Jungle. Ja, sowas macht einfach mega Spaß. Habt ihr ja gesagt, wir sind jetzt hier bei der Gesicht des Schluchts. Das ist im Osten der Insel. Mhm. Genau. Reiseführer Daniel ist am Start. Genau. Und die ist mit Wasserfall. Und ungefähr läuft man, also wir sind jetzt an der oberen Ende. Man läuft ungefähr anderthalb Stunden bis zum Wasserfall, glaube ich, runter. Mhm. Und kann dann da halt entweder weitergehen bis unten ans Meer oder halt wieder umdrehen. So. Okay. Beim letzten Mal, als wir so eine Schlucht gewandert sind, da kamen da richtige so Wespen an. Ja, ehrlich jetzt, das war schlimm. Wirklich. Da mussten wir unsere Angst besiegen. Genau. Ist halt sehr waldig hier. Aber ich finde es echt cool. Daniel ist immer so schnell weg. So, ich glaube, ihr habt ein paar Eindrücke gesehen vom Wasserfall. Ich bin auf jeden Fall gerade noch reingesprungen, deswegen habe ich die Haare auf nass. Jetzt geht's nochmal anderthalb Stündchen wieder zurück. Genau, jetzt wandern wir wieder zurück. Leute, wir haben es jetzt gleich geschafft. Da steht unser Auto. Ihr könnt übrigens eigentlich echt noch ein Stückchen weiter runterfahren. Und da sind auch nochmal Parkplätze. Wir waren uns da nicht so sicher. Und wir haben es geschafft. Daniel, wie war's? Hier kann man nicht oft genug sagen, ne? Es lohnt sich, Leute, es lohnt sich wirklich. Es macht einfach so Spaß, da anzusteigen, man muss auch mal ein bisschen was unternehmen. Ja, das ist übrigens unser Auto, ich glaube, das habt ihr noch gar nicht gesehen. Echt richtig cool. Und damit fahren wir hier mal ein bisschen rum, das macht auch auf jeden Fall Sinn. Jetzt geht es erstmal zurück, anderthalb Stunden, wie gesagt. Fertig machen und noch irgendwas essen. Yes. Yes, yes. Wir sind jetzt wieder zurück im Zimmer, haben uns gerade auch erstmal abgeduscht, da kam auf jeden Fall ordentlich Dreck runter. Ich habe mir jetzt einfach so ein Kleidhemd, auf jeden Fall so ein langes Hemd angezogen und jetzt gehen wir einfach vor unserer Tür noch essen. Genau, das machen wir jetzt noch. Ich glaube, Hunger hast du jetzt auch langsam, oder? Oh ja. Daniel hört mich gar nicht richtig. Ja, und dann zeige ich euch, glaube ich, noch, was wir gleich essen und dann sehen wir uns morgen wieder. Also als Vorspeise haben wir jetzt erstmal einen griechischen Salat, Tzatziki hausgemacht ist und Garlic Bread bestellt. Und das lassen wir jetzt erstmal schmecken. Ja, das genau, hat gesagt. Und wir sind hier übrigens direkt am Strand, ein bisschen im Meer. So schön. Ach, du bist am Recorden hier. Mhm. Es geht wieder zum Newsbeat heute. Ich freue mich voll. Gestern Abend, Leute, das Essen war übrigens so lecker. Wir werden da auf jeden Fall wieder hingehen. Ne? Oh ja, das war unnormal, wirklich. Ja, ehrlich, wir hatten als erstes ja so einen griechischen Salat einfach bestellt, Tzatziki und so Brot. Und das, ja, dachten wir halt so als kleine Vorspeise. Es war halt im Endeffekt doch schon recht viel und es war halt einfach
so lecker. Wir hatten danach, genau, wir hatten für danach halt direkt noch eine Pizza bestellt gehabt. Die war auch sehr gut, aber weil die Vorspeise so krass war, haben wir uns gedacht, wenn wir das nächste Mal da sind, bestellen wir ganz viele von diesen kleinen Vorspeisen. Ist ja sowieso sehr typisch hier in Griechenland, dass man das macht. Ja. Und da gibt es auch ziemlich viele vegetarische Sachen dann, weil sonst ist Griechenland ja, fürs Fleisch irgendwie total bekannt und es schmeckt bestimmt auch richtig gut, aber ist ja nichts für uns. Deswegen dann die ganzen anderen Sachen. Ja. Es gibt nämlich dann auch noch so Mushrooms und Feta aus dem Ofen. Also es gibt so richtig viele coole Sachen. Was da noch alles andere Sachen gibt. Ja, und Preis-Leistung ist echt richtig, richtig fair. Zu also krass. Wirklich. Also. Und ich hatte übrigens so Hunger eigentlich noch auf was Süßes. Ne? Und dann ganz am Ende bringt sie einfach mit der Rechnung so kalter Hund, falls ihr das kennt, ist ja so Keks und Schokolade geschichteter Kuchen. Ja, mega, das war echt richtig gut. Und jetzt gehen wir mal zu Beach. Nach einem wirklich wunderschönen Tag am Strand. Wir waren echt, glaube fast von 11 bis 6 Uhr da oder so. Ja. Geht jetzt spontan nochmal nach Sissi den Sonnenuntergang anschauen. Ich glaube, der ist jetzt da ja auch schon. Wir waren nach dem Beach auch nur noch kurz im Lidl nochmal was einkaufen. Ein bisschen was zu essen zu Hause, ein paar Äpfel und so. Und haben uns ganz, ganz schnell fertig gemacht, damit wir jetzt gleich pünktlich zum Sunset da sind. Und dann lassen wir jetzt auch einfach gemütlich den Abend ausklingen. Wir haben jetzt den letzten Tag hier auf Kreta, also Tag 8. Morgen früh geht es dann los nach Santorini mit der Fähre. Da nehme ich euch natürlich auch mit. Gestern waren wir nur am Strand, deswegen habe ich da nichts mehr mitgefilmt. Und vorgestern haben wir versucht, durch eine Schlucht zu gehen und hatten vorher auch noch die Vermieter quasi von dem Apartment, wo wir sonst immer auf Griechenland waren, besucht. Haben uns kurz mit denen im Café getroffen, war echt schön. Und dann haben wir, wie gesagt, versucht, durch so eine Schlucht zu gehen. Ich blende euch jetzt einfach mal die Stories von Daniel ein. Dann wisst ihr, warum wir es im Endeffekt auch nicht gemacht haben. Leute, wir sind tatsächlich am Canyon angekommen, hier an der Schlucht. Allerdings ist uns das doch ein bisschen eine Nummer zu krass für heute, weil wir einfach mal gerade 2 Stunden an so einer übelsten krassen Strecke entlang gefahren sind. Und unser Tank sagt jetzt erstmal no. Wir müssen uns jetzt erstmal hier irgendwas zum Tanken suchen, weil sonst kommen wir später gar nicht mehr zurück. Und ja, wir sind, glaube ich, einfach zu spät losgefahren hier für diese Action heute. Das heißt, jetzt wieder all the way back home. Ja, und heute ist natürlich auch nochmal Beach Day. Daniel ist gerade noch was am Erledigen. Ich setze mich jetzt gleich nochmal an Vlog Teil 1 und arbeite da ein bisschen weiter dran. Genau, habe gerade übrigens eine Ocean Super Story gemacht mit diesem wunderschönen Outfit. Ich kann euch gerne mal in der Infobox einen aktuellen Code verlinken. Ist jetzt hier nicht eine bezahlte Kooperation oder so, dass ich das zeige, aber ihr wisst ja, ich mag die Sachen so gerne. Jetzt setze ich mich, wie gesagt, an den Blog. Ein bisschen was gepackt ist schon. Ein paar organisatorische Sachen sind auch schon erledigt. Und dann geht's hoffentlich bald an den Strand, wenn Daniel wieder da ist. Ich kann euch ja noch so ein paar Eindrücke heute mitfilmen und mal schauen. Vielleicht werde ich einfach für Santorini dann nochmal einzeln einen neuen Vlog machen. Rüber nach Santorini und dann sind wir mal gespannt. Ja. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall auch noch spontan ein Auto bekommen. Stimmt, ja. Und dann fahren wir morgen erst danach wahrscheinlich zum Apartment und dann gucken wir uns den wieder an.
können. Wir melden uns einfach morgen nochmal. Ja. Und dann gibt es ja für Santorini den neuen Block, hatte ich heute Morgen schon erzählt. Ja, und der Beachday war auch richtig schön, ne? Ich wollte eigentlich erst noch was mitfilmen, aber wir haben einfach nur Geburtstag. Peace out. Teil 1 ist wie gesagt verlinkt und Santorini werde ich auch verlinken, sobald es online ist. Dann bis zum nächsten Mal.